war der Rest. Jetzt haben wir nur noch die beiden Frischhaltetücher von der Bordverpflegung. Dann frisst die auch noch auf, damit endlich Ruhe ist. Wie lange hält man das eigentlich aus, ohne Essen? Also, wenn ich nichts mehr bekomme, dann könnte ich 2 Wochen mindestens. Aber wenn du nichts mehr kriegst, dann bringe ich mich nach 12 Stunden spätestens um. Wegen der Nerven, weißt du? Na, dann organisier doch was. Na, wo denn? Das Militärflugplatz hier. Und ich kann kein Wort Jugoslawisch. Warum gehst du nicht wenigstens fragen? Alle anderen Männer sind fragen gegangen. Die tun was für ihre Farm. Guck mal, wie die mit dem Reiseleiter Schlitten fahren. Na, Krieg ist Krieg. Da kann man bloß warten. Wenn es weitergeht, werden wir schon merken. Aber die können uns doch nicht einfach in so eine Baracke stecken und dann sitzen lassen, wo wir Vollpension bezahlt haben. Wenn man wenigstens eine Tasse Kaffee kriegen könnte. Im letzten Krieg waren wir froh, wenn wir noch Wasser gefunden haben. Weil ihr verloren habt, sonst hättet ihr Kaffee noch und noch gekriegt. 3 Wochen Urlaub fürs ganze Jahr und dann schon Krieg, bevor man richtig... Reise gebucht. Du oder ich? Für den Krieg kann keiner was. Aber wenn nachher das Zimmer zur Straße rausliegt, dann... Dann kriegen wir immer noch einen anständigen Kaffee. Guck mal, der tut was für seine Frau. Der hat wenigstens gefragt. Na, hat er was gesagt? Wann es weitergeht? Der weiß ja auch nichts. Dasselbe, was der Kapitän vor der Landung gesagt hat. Krieg auf Zypern, Revolution in Griechenland... Und Aufmarsch an der griechisch-türkischen Grenze. Typisch, Gastarbeiter untereinander. Der ganze Luftraum über Griechenland ist bis auf Weiteres gesperrt. Und das lässt sich die Reisegesellschaft so einfach gefallen? Die müssen doch wissen, dass die Griechen wissen müssen, dass sie bloß von uns leben, so oder so. Haben Sie gesehen, ob es hier irgendwo Kaffee gibt? Nee, das ist der Militärflughafen hier. Die sind auf sowas nicht eingerichtet. Irgendwie werden wir den Krieg hier wohl schon abwarten müssen. Warten ist gut. Um 11 sind wir gelandet und jetzt ist es 7:30. Wär doch nicht unruhig. Euer letzter Krieg hat doch 5,5 Jahre gedauert. Das war ja auch was Reelles. Aber hier auf dem Balkan, wenn die um 7:30 noch nicht weiter sind, dann kommen die doch nie zu Potte. Es soll sogar schon Tote gegeben haben. Aus unserer Gruppe? Und du sagst, man verhungert erst nach 14 Tagen. Durch den Krieg. Sozusagen Gefallene. Genau. Und deswegen sagt der Reiseleiter auch, dass der Krieg, also rein vertraglich gesehen, wäre der höhere Gewalt, sagt er. Also rein vertraglich brauchten die sich überhaupt nicht mehr um uns zu kümmern. Aber aus Kulanz hätten sie bis zum nächsten Zivilflughafen 2 Busse besorgt und da könnten alle mitfahren, die lieber nach Hause möchten. 7:30. Ich verstehe die Jugoslawen nicht. Die wissen doch spätestens seit heute Mittag, dass drüben Krieg ist. Da können die doch wenigstens Kaffee. 7:30. Wenn die bis 10 nicht Schluss gemacht haben, dann fahren wir mit dem Bus. Ich denke, Krieg ist Krieg und dem muss man abwarten. Nachher machen die den Frieden um 10:30 und unser ganzer Urlaub ist im Eimer. Typisch. Aber wenn wir hier durchhalten, dann liegt das Zimmer nachher garantiert zur Straße raus. Das nächste Mal buchst du den Urlaub. Da drüben ist Krieg und du sitzt hier untätig rum. Warum tust du nichts dagegen? Ist das nun mein Urlaub oder dein Urlaub? Mein Urlaub schon, aber verreisen wolltest du. Es sollen sogar schon Leute ermordet worden sein drüben. Wenn man sich rechtzeitig anstellt, kriegt man im Bus bestimmt noch einen guten Platz. Ich hab mich so auf den Urlaub gefreut. Ich denke nicht daran. Wenn ihr Männer nichts unternehmt in so einer Situation, dann müssen wir Frauen das eben auch noch selber machen. Friede! Friede! Macht Schluss mit dem Krieg! Hört auf mit dem Morden! Friede! Kaffee! Macht Schluss mit dem Krieg! Hört auf mit dem Morden! Kaffee! Friede! Um Himmels Willen! Haben Sie das alles alleine geraucht? Aber nur heute Abend. Sonst rauche ich nur 20 pro Tag. Und warum qualmen Sie ausgerechnet heute Abend, Amok? Eine Nervosität, wissen Sie? In 3 Stunden ist schon Donnerstag. Und am Donnerstag will ich mir das Rauchen abgewöhnen.
mal, wer da ist. Wo? Da drüben. Kennen Sie den nicht? Nee. Ja, aber irgendwie kommt er mir... Der Oberst Weix ist das. Oder von Weix, genauer gesagt. Verteidigungsministerium. Ach, richtig, ja. Sieht ja ziemlich... Aber eine Sonnenbrille. So prominent ist er doch wirklich nicht, dass er sich verstecken müsste wie Greta Garbo. Ja, vielleicht hat er was Privates vor. Da hat er aber einen Geschmack. Gucken Sie doch die alte Tante mal an, der da um den Hals hängt. Das grenzt ja an Nekrophilie. Ach, Unsinn. Das wird seine Mutter sein. Dem billigen Kleid und diesem Pappkoffer? Na, dazu kommt immerhin aus Leipzig. Ach so. Hoppla. Wieso? Ach so. Also, ich habe mit meiner undichten Stelle, habe ich gesprochen, ja. Und der hat sich sofort umgehört. Hier. Was soll denn das? Die Spesenrechnung. Wird die genehmigt? Ja, doch. Gut. Also unter diesen Umständen meint meine undichte Stelle, dass dieser Weix... Ja, Oberst von Weix, bitte. Das gebietet die journalistische Sorgfaltspflicht. Schließlich ist dem Mann noch nichts nachgewiesen. Warten Sie mal ab. Also, dieser betreffende Weix, ja... Der hat die oberste Geheimhaltungsstufe. Ja, der hat laufend, routinemäßig überprüft und hat sich immer durchmogeln können. Sie unterstellen ja schon wieder. Ich verlange von meinen Rechercheuren leidenschaftslose Objektivität. Wir sind ein Blatt, das von der Seriosität seiner Informationen lebt. Warten Sie ab. Geboren in Angermünde, SBZ. Vater war Offizier bei den Schweter Reitern. Mutter, 46 gestorben, 48 ist er in den Westen gekommen und im Fragebogen hat er eidesstattlich versichert, dass er keine Verwandtschaft in der Zone mehr hat. Hier ist eine Fotokopie. Donnerwetter! Er ist unverheiratet und verbringt seinen Urlaub zurzeit in der Yachthütte eines Freundes, ausgerechnet bei Lüneburg. Zonenrandgebiet. Dieser von Weix. Oberst von. Noch ist ihm nicht nachgewiesen. Und wie halten Sie es mit dem Sex? Fragezeichen. Mark Spitz lächelt die Peng-Reporterin schelmisch. Und wie halten Sie es mit dem Sex? Fragezeichen. Mark Spitz lächelt die Peng-Reporterin spitzbübisch an. Beim Schwimmen nie kommt es über seine Lippen. Punkt. Bitte? Ja, ich hab's. Unsere ersten Telefotos. Immer Weix und diese Alte aus Leipzig. Beim Frühstücken? Vor der Hütte? Beim Spaziergang? Spaziergang? Spaziergang. Hier hebt ihr die Handtasche auf. Keine 20 Kilometer Luftlinie ist die Elbe entfernt. Und hier kauft ihr einen neuen Mantel in Lüneburg. »44 ist der. Ah. Und noch nicht verheiratet. Ah. Ob die Alte ihn erpressen kann, weil der in Wahrheit schwul ist?« Je ne pas parler français. Ist denn kein Arsch da, der Deutsche auf der Pfanne hat? Ui. Tag, also passen Sie mal auf. Die Außenstelle zurückbekommen. Aber da hätten wir doch erst mal zurückfragen müssen im Verteidigungsministerium. Entschuldigung, das ist doch gar nicht unsere Meldung. Wir zitieren lediglich eine französische Agentur. Und die verweist auf alliierte Geheimdienstkreise. Da ist nämlich geäußert worden, dass der im obersten Verteidigungsministerium von Weix möglicherweise ein Sicherheitsrisiko darstellt. Hm,
schreiben wir lediglich dazu, wie die Peng-Redaktion in Bonn erfuhr, hat der hohe Offizier mit der höchsten Geheimhaltungsstufe eine Urlaubsreise mit unbekanntem Ziel angetreten. Das haben alle Zeitungen als Vorausmeldung und wir drucken das morgen als erste mit diesem Foto. Aber vorher... Der Nachtwächter. Passen Sie mal auf. Sie wissen, was Peng weiß, aber ich weiß mehr, nämlich wo er steckt. Von Lüneburg aus Bundesstraße 216 Richtung Dannenberg. Nach 4,5 Kilometer, 2 Kilometer hinter der Ortschaft Neze geht rechts ein Waldweg ab. Ja, und wo der zu Ende ist, da steht eine Yachthütte. Und den Bundeskanzler Schmidt, kennst du den auch persönlich? Na, kennen wir, zu viel gesagt. Ich bin ihm öfter begegnet. Der war ja früher mal Verteidigungsminister aus der Zeit. Ist der wirklich so klein? Ich meine, was die Größe angeht. Hilfe! Was soll das? Sind Sie verrückt geworden? Wo kommen Sie denn her? Was soll das? Weg hier, verdammt noch mal! Was soll der Blödsinn? Komm hier, Tante Bertha, hier was lang! Was machen die? Weg hier! Was machen die denn? Komm, Tante Bertha, was ist denn? Oh, Tante Bertha, nicht doch! Nicht doch, Tante Bertha! Ein Arzt! Holen Sie einen Arzt! Feuerwehr! Ein Rettungswagen! Tante Bertha! Ja, meine undichte Stelle sagt, ja, dass das Verteidigungsministerium in 2 Stunden einen Pressetext folgenden Inhalts veröffentlichen wird. Hier ist die Spesenrechnung. Oberst von Weix hat tatsächlich lebte dort seine ehemalige Kindertante, zu der der früh verwaiste Offizier eine enge persönliche Bindung hatte und pflegte. Da Fräulein Bertha Greske mit Herrn von Weix nicht verwandt war, konnte sie auch als Rentnerin nach den in der DDR, die Gänsefüßchen müsste man noch extra, nach den in der DDR geltenden Bestimmungen keine Reisegenehmigung erhalten. Fräulein Bertha Greske pflegte deshalb als offizielles Reiseziel Hamburg zu benennen, wo ihr Bruder, Herr Gerhard Greske, tatsächlich lebt. Fräulein Greske verstarb nach einem Schwächeanfall anlässlich eines Waldspaziergangs. Und die Frau hat für den Staatssicherheitsdienst gearbeitet? Meine undichte Stelle meint, natürlich nicht. Ihr Säue. Wer hat sie denn entdeckt auf dem Bahnhof? Fürchterlich, man sollte gar nicht über sowas nachdenken. Die ganzen Probleme entstehen eigentlich nur durch Nachdenken. Also, schauen Sie mal, Schätzchen. Anführungsstriche. Fräulein Greske verstarb nach einem Schwächeanfall anlässlich eines Waldspaziergangs. Anführungsstriche Ende. Mit dieser schamlosen Verharmlosung kaschiert nun auch schon das Bundesverteidigungsministerium einen neuen Willkürakt der ostzonalen Machthaber. Punkt. Dass eine harmlose Rentnerin, der die Mauerwächter sogar den Besuch des von ihr geliebten Ziehkindes mit Bajonetten verweigerten, in den Strudel des Bonner Agentensumpfes geriet, war kein Zufall. Punkt. Oberst von Weix stammt nicht nur aus einer altpreußischen Offiziersfamilie, sondern war auch von Adel. Und in Pankow wird nur ein von anerkannt, nämlich von Moskaus Gnaden. Punkt Absatz. Diese Zonenrentnerin starb vor allem, weil die unersättlichen Ostberliner Marionetten Willy Brandt dem Bundeskanzler ihrer Wahl auch noch den Aufpasser Guillaume an die Seite stellen mussten. Punkt.
Und? Ja? Und dann nochmal? Jetzt? Ja? Jetzt ein bisschen zu mir drehen. Zu mir? Mensch, zu mir, Menschenskind! Scheiße. Das ist Käse, Käse und nochmals Käse. Ich habe, weiß Gott, schon mit vielen dämlichen Modellen gearbeitet. Aber sowas Bescheuertes wie du ist mir noch nicht ins Atelier gekommen. Kapierst du das denn nicht? Bist du so blöd, ja? Mann, du glotzt mich nicht so an, Mensch, das kann ich erzählen, es dir nochmal. Hier oben, ja? Da hast du eine Brust. Fass dir meinetwegen dahin, damit du es auch glaubst. Gut, ja? Und da unten hast du einen Arsch. Nein, das ist die Hüfte, Menschenskind. Ja, das ist der Arsch, ja. Und nun bitte ich dich seit einer Stunde inständig darum, den Arsch ein bisschen weiter nach hinten rauszudrücken und die Brust einzuziehen, damit die Schultern nach vorne kommen. So. Und nicht so. Und die Flasche sollst du kurz unter Mund halten und nicht den Adventskranz abdecken. Hallo. Nicht stören lassen, Dick. Ich will nur ein bisschen Mäuschen spielen. Du wirst erleben, wie ich hier bald einen Herzinfarkt kriege. Ich werde hier bald wahnsinnig. Das ist der schwerste Titel, den ich je zu schießen hatte. Aber warum denn? Das sieht doch klasse aus. Einfach aufrütteln, finde ich. Das soll es doch auch. Wenn wir schon Arbeitslosen auf den Titel knallen. Ja, seit 7 Monaten. Ja, mal mit Recht, wenn man so dämlich ist. Warum haben wir den Jimmy Black aus London eingeflogen? Das wäre ein erstklassiger Profi gewesen. Für 2000 Mark Tagesgage. Ja, aber dafür hätte der uns einen deutschen Arbeitslosen gemacht zum Rotz und Wasserheulen. Dick, denk doch an die vielen Nacktmädchen, wie spröde die oft am Anfang waren. Und die hast du doch nachher auch ganz locker hingekriegt. Was denn? Vernaschen soll ich den auch noch? Guten Abend. Guten Abend. Nanu, wie sprechen Sie denn? Wieso? Ach so, ich habe mir den Kehlkopf rausnehmen lassen. Oh Gott. Wissen Sie nicht, wie gefährlich das Rauchen ist? Ich sterbe nicht an Kehlkopfkrebs, ich nicht. Also, Sie hatten 78.000 auf dem Konto. Volles Verständnis dafür, dass Sie das Geld wiederhaben wollen. Das ist ja immerhin mein Geld. Bah, beziehungsweise ist es natürlich auch jetzt noch, sofern es noch da ist, anteilmäßig. Es war eine einmalige Abfindung vor 12 Jahren. Aber eine stolze Summe, wenn man bedenkt, dass jetzt noch 78.000 davon übrig sind. Müssen einen guten Anwalt gehabt haben. Ja, aber einmalige Abfindung, verstehen Sie nicht? Einmalig. Wenn das Geld alle ist, kann ich keinen einzigen Pfennig hinterher fordern. Volles Verständnis. Und sobald genau feststeht, was an Substanz da ist, werden Sie selbstverständlich sofort benachrichtigt, wie viel Sie zu erwarten haben, anteilmäßig. Aber können Sie nicht wenigstens erstmal die 20.000? Aber das betrifft Sie doch gar nicht. Der Feuerwehrfonds der Banken ist doch dazu da, dass die finanziell schwachen Konteninhaber das Vertrauen in das Bankgewerbe nicht verlieren. Alle, die weniger als 20.000 auf der hohen Kante hatten, die müssen voll befriedigt werden. Die 78.000 waren alles, was ich habe, bis an mein Lebensende. Und damit frisst mir die Inflation... Volles Verständnis. Aber denken Sie doch mal an die sozial Schwachen, die nur 2.000 oder 3.000 hatten. Na, dann müssen Sie doch einsehen, dass denen zuallererst geholfen werden muss. Warum? Mit den paar Piepen kann man doch sowieso nichts anfangen, bei den heutigen Preisen. Aber mit meinen 78.000, da hätte ich... Volles Verständnis. Aber Ihr Geld ist ja nicht restlos im Eimer. Sobald man weiß, was in der Kasse ist, werden Ihre Forderungen an die Bank abgegolten. Mit 50, 40, selbst Pessimisten rechnen mit mindestens 35%. Also rund 2/3 meines ganzen Geldes sind... Dafür haben Sie aber auch jahrelang mehr Zinsen bekommen als die meisten anderen Sparer. Und außerdem waren Sie selbst, entschuldigen Sie, wenn ich das so sage, ein bisschen leichtsinnig. Das Geld auf eine Bank zu legen? Nein, aber sich auf eine einmalige Abfindung einzulassen. Wenn Sie das nächste Mal einen so lukrativen Unfall haben, dann sollten Sie unbedingt auf einer lebenslänglichen Rente bestehen.
wenn ich mir was dabei gedacht hätte, dann wäre das ja nicht passiert. Das ist eine Schweinerei, dass sowas passiert. Jawohl. Jawohl, jawohl, jawohl. Wer fällt dir wohl nicht ein, was? Das ist doch auch eine Schweinerei, dass sowas passiert. Da kann ich doch nicht Nein sagen, wenn er recht hat. Wäre es ja auch lieber, wenn das nicht passiert wäre. Wäre? Was wäre, wenn? Sowas darf nicht passieren. Niemandem darf sowas passieren. Vor allen Dingen Ihnen nicht. Wie lange sind Sie jetzt eigentlich Bademeister? Im Mai hatte ich mein 25. Da haben Sie mir doch noch persönlich gratuliert, Herr Amtsrat. Wissen Sie denn nicht mehr, wie wir da gesoffen haben? Ja, ja, wie das unter Parteifreunden so üblich ist. Ich gratuliere allen Mitarbeitern meiner Behörde, die 25 Jahre im Dienst sind, Frau Obermedizinalrätin. Auch wenn es sich nicht um Parteifreunde handelt. Erstens mal heißt das bei uns Genossen und zweitens bin ich da ausgetreten. Was sind Sie? Wie Willy Brandt zurücktreten musste, aus Sympathie. Da sind Sie einfach ausgetreten? Jawohl. Jawohl. Gleich schlägt er noch vor Ihnen die Hacken zusammen. Ich bin nicht verantwortlich für die Diktion solcher Leute, Frau Obermedizinalrätin. Aber hier scheint in der Tat einiges zusammenzukommen. Meine Partei kann von Glück sagen, wenn Figuren austreten, denen sowas passiert. Hören Sie endlich auf mit Ihrem kompromittierenden Jawohl. Jawohl. Beziehungsweise nein. Oder im Gegenteil. Ach, ist mir doch auch scheißegal. Wenn das bloß nicht passiert wäre. Wo ist es denn passiert? Hier. Oder nee, wahrscheinlich mehr hier. Ja, ich stand ja da drüben und er täuscht die Richtung. Sie meinen den Blickwinkel, was? Na, von solchen Wörtern wird er auch nicht wieder lebendig. Ich verbitte mir Ihre dummen Bemerkungen. Dann ausgerechnet von Ihnen. Je mehr Sie brüllen, desto weniger wird er zurücktreten in Ihre Partei. Also wie war das? Wo haben Sie gestanden? Da drüben und er war hier. Sie haben ihn also gesehen? Ja, ich sah, wie er hier unten tauchte auf den ersten Blick. Und dann? Dann schwamm da drüben eine Plastiktüte mit dem Butterbrot drin, hat irgend so ein Ferkel ins Becken geschmissen. Und wie ich die gerade rausfischen wollte, da gucke ich noch mal rüber und da tauchte der schon wieder. Und dabei haben Sie sich gar nichts gedacht? Doch. Aha. Und was, wenn man fragen darf? Der taucht aber gerne, habe ich mir noch gedacht. Aber da hätten Sie doch spätestens eingreifen müssen. Aber wieso denn? Bei den Eintrittspreisen, die wir verlangen, kann doch jeder tauchen, so oft er will. So oft schon, aber nicht so lange er will. Und das müssen Sie mir mal vormachen. Wenn über 100 Leute in der Halle sind und wer weiß, wie viele im Wasser, dann stoppen Sie mal bei jedem Einzelnen, wie lange der unten bleibt. Und außerdem musste ich zu den Sprungbrettern, weil die Gören da Blödsinn machten. Und dann kam da vorne noch einer mit Straßenschuhen rein. Das hat bestimmt eine Minute gedauert, bis ich den angeschissen hatte. Und danach tauchte der zum dritten Mal. Immer noch? Vielleicht. Aber da müssen Sie ihn schon selber fragen. Ich verbitte mir solche Frivolitäten. Zum letzten Mal. Jawohl. Ich meine ja nur, ich weiß es nicht. Für mich war es jedenfalls das dritte Mal, dass ich ihn gesehen habe. Und da torkelt er auch schon so komisch über den Karren. Und dann? Dann habe ich gepfiffen, bin reingesprungen, rausgeholt. Kam der Notarztwagen, Polizei, Feuerwehr, Kripo. Nun jetzt Sie, in der Reihenfolge. In einem öffentlichen Hallenbad. Unter Aufsicht fachlich ausgebildeten Personals. Das muss man sich mal vorstellen. Ist Ihnen klar, was das bedeutet? Ja, leider. Traue mich auch gar nicht mehr nach Hause. Jetzt. Was glauben Sie, was mir meine Frau erzählt? Na, warten Sie mal ab, was Ihnen der Staatsanwalt um die Ohren hauen wird. Wieso? Glauben Sie denn... Na ja, vielleicht auch nicht. Das muss man ich erst... Ich glaube doch, Frau Obermedizinalrätin, ich glaube doch. Und außerdem können Sie auf ein saftiges Disziplinarverfahren gefasst machen. Jawohl. Obwohl es auch schon so schlimm genug ist, wenn einem sowas... Aber ich kann es ja nicht mehr ändern. Kann ich bitte Urlaub kriegen? Urlaub? Ach, als Belohnung, was? Nee. Aber ich kann mir noch nicht vorstellen, im Moment, wie ich hier morgen wieder Dienst machen soll.
Ja, da schieße ich doch durchs Becken wie so ein Flipper vor lauter Angst und reiß alle Leute raus, die auch nur die Nase ins Wasser stecken. Wollen wir es ihm nicht sagen? Jawohl, dann können Sie morgen mal darüber nachdenken, wie gut es Ihnen ginge, wenn Sie heute aufgepasst hätten. Lassen Sie ihn doch nicht so zappeln. Es müssen nicht die Schlechtesten sein, die aus der Partei austreten. Ja, aus Ihrer vielleicht. Aber hier geht es vor allen Dingen um die Sorgfaltspflicht. Dann sag ich's ihm. Sie haben noch mal Glück gehabt. Wieso? Der war doch tot, oder? Er ist immer noch tot. Nur ist er an einem Herzversagen gestorben und das hätte ihm auch an Land passieren können. Vor allem aber hat man ihn identifiziert. Muss ich in so einem Falle eigentlich sofort das Wasser auswechseln? Sie hören ja gar nicht zu. Man weiß inzwischen, wer er war. Ach so. Hat er Kinder? Nein, aber 6 Vorstrafen. 5. 6. 5. Und er wurde von der Polizei gesucht, seit über einem Jahr. Seit über einem Jahr. Na Gott sei Dank. Gegen Belohnung? Ich meine, weil genau genommen wäre ich's ja gewesen, der ihn erwischt hat. Nein, von einer Belohnung ist mir nichts bekannt. Naja, das wäre ja auch zu viel des Guten. Aber warum haben Sie mir das alles eigentlich nicht gleich gesagt? Um Ihnen mal klarzumachen, was Verantwortung heißt. Denn dieser Kerl hätte ebenso gut ein ganz normaler Mensch sein können. Ein Mensch wie Sie und ich. Frau Haberschlachter, was machen Sie denn da? Ich rauche! Ist das nicht lebensgefährlich? Natürlich! Aber ich tue es für meine kleine Tochter. Wenn die sieht, dass ich rauche, kriegt die solche Angst um mich, dass sie dauernd weinen muss. Sie wollten meinen Mann sprechen? Wenn es möglich wäre, gnädige Frau. Nicht mehr. Wir kommen gerade von seiner Beerdigung. Mein aufrichtiges Beileid, gnädige Frau. Von mir auch. Bitte nehmen Sie doch Platz. Auf Ihrer Karte steht Privatdetektive. Ganz recht, nee, Frau. Was wollten Sie von meinem Mann? Ja, der Herr Verblichene hatte uns engagiert. Du musst das richtig sagen. Als er uns engagiert hat, da hat der natürlich noch gelebt. mein Partner meint, der Herr Gemahl wirkt noch so munter vor 3 Wochen, dass man ihm einen solchen Trauerfall gar nicht, also das hätte man ihm wirklich gar nicht zugetraut. Nee, nicht ums Verrecken. Weißt du noch, wie ich zu ihm gesagt habe, Ihre Gesundheit möchte ich haben, Herr Direktor, wie der da gelacht hat. Vor 3 Wochen soll mein Mann noch über sein... Ja laut, Gnädefrau, mir so nach innen hinein gelacht, gelächelt. Hier zu Hause hat er nur noch gejammert seit 2 Jahren. Und wie? Ja, vielleicht hat er ja auch etwas gequält gelächelt und wir haben das bloß nicht so bemerkt, das Gequälte. Na, mir kam's gleich so vor eigentlich. Du meine Fresse, habe ich mir noch gedacht. Der kann sich aber zusammennehmen, bei dem Leiden. Das ist falsche Pietät, meine Herren, wenn Sie jetzt Ihren Klienten vor mir herausreden wollen. Ich mache mir nämlich auch schon eigene Gedanken. Seit er tot ist. Ja, ja. Trauer ist was Schlimmes. Zweifel auch. Mein Mann ist nämlich gar nicht an dem gestorben, woran er seit 2 Jahren gelitten hat, angeblich. Und von dem, woran er gestorben ist, hat er bis zum Schluss nichts gewusst?
Nein. Doch. Dass die Ärzte aber auch dauernd daneben tippen in letzter Zeit. Das weiß ich nicht. Der Frankfurter Spezialist jedenfalls, bei dem mein Mann seit Jahren in Behandlung war, der kannte ihn gar nicht. Schnauze. Pardon, nee, Frau, aber das ändert natürlich manches. Da müssen wir erst mal drüber nachdenken. Und leider neigt mein Partner beim Denken zum Pfeifen. Einen kleinen Spleen haben wir ja alle als Detektive. Ja, hast du Pornos mit? Immer. Dann reißt du mal unauffällig von den Fotos die Köpfe ab. Was tuscheln Sie? Die Schweine, die Schweigepflicht, liebe Frau. Ihr Herr Gemahl hatte uns leider zu absoluter Diskretion verpflichtet, auch gegenüber der Familie. Aber das hätte er doch bei unseren Hausjuristen genauso haben können. Wir haben im Unternehmen eine ausgezeichnete Rechtsabteilung. Mein Mann hat die teuersten Anwälte im ganzen Bundesgebiet in Anspruch genommen und dass er bei den Behörden hinreichend Einfluss und Rückendeckung hatte, versteht sich ja wohl von selbst. Ging es um Erpressung? Woher... Die Schweigepflicht, gnädige Frau. Um welche Art von Erpressung handelt es sich? Schweinkram und was? Psst. Es waren gewisse fotografische Verdächtigungen gegen den Herrn Hingeschiedenen. Blödsinn! Ich war 38 Jahre mit ihm verheiratet. Und wenn einer Millionär ist, dann wird er bei jedem zweiten Seitensprung geknipst. Das ist nun mal so. Solche Fotos habe ich haufenweise gekriegt, meine Herren. Aber dafür braucht man keine Privatdetektive. Da kriegt der Chauffeur ein Kuvert in die Hand und dann holt er die Negative. Also es ging um Erpressung. Wen sollten Sie für meinen Mann erpressen? Schnauze. Er denkt zu viel, gnädige Frau. Aber Sie müssen uns bitte verstehen. Ihr Herr verflossener Gemahl war ein sehr generöser Klient und das angebotene Honorar selbst für verwöhnte Ansprüche außerordentlich großzügig. Aber ewig könnte man davon auch nicht leben, nicht? Und unsere Agentur muss weiter bestehen, auch nach diesem Trauerfall. Und unser einziges Betriebskapital ist nun mal die absolute Diskretion. Nicht mal über die vereinbarte Honorarsumme darf ich mit Ihnen sprechen. Ich könnte Ihnen höchstens eine mehr oder weniger zusammenhanglose Zahl auf einen Zettel schreiben. Und die Pornos? Rindvieh. Donnerwetter. Inklusive Spesen. Trotzdem. Haben Sie einen Vorschuss bekommen? Von wem denn? Abergläubisch, gnädige Frau. Kein Pfennig, bevor nicht die Leistung erbracht ist. Und Ihr Auftrag ist inzwischen erfüllt? Sonst wären wir ja nicht hier. Und Sie haben sich auch nicht um eine Null vor dem Komma geirrt? Gnädige Frau, mein Partner ist Zeuge, dass Sie soeben einen völlig zusammenhanglosen Zettel gesehen haben. Mir ist gerade im Augenblick keine andere Zahl eingefallen. Verstehen Sie? Verstehe nicht. Mein Checkbuch bitte. Aber ich glaube zu ahnen, warum mein Mann ausgerechnet Sie engagiert hat. Qualität, Gnädefrau. Der Herr Erblasse war von einem ausgeprägten Qualitätsbewusstsein. Das Beste vom Besten, hat er immer gesagt. Aber für so eine Summe? Ich meine, für so eine Summe könnten Sie mir eigentlich erzählen, was da... Ausgeschlossen, Ehefrau. Lieber verzichten wir auf das vereinbarte Honorar. Bitte sehr. Was war denn bloß in den letzten Tagen? Dieser kleine Abgeordnete, der brauchte doch gar keinen Nachdruck. Der kam doch ganz von selbst. Dann hatten wir noch diesen sogenannten Politiker aus Nga. Etwas skurril mit dieser Vorliebe für behaarte Frauen, aber den können Sie gar nicht erpresst haben. Und wieso nicht?
weil mir mein Mann auf dem Sterbebett anvertraut hat, dass der trotz aller Mädchen in der DDR gekauft hat. Meine Herren, werden Sie einer alten Frau jetzt endlich die Wahrheit sagen oder nicht? Na los, mach ihr doch mal den Spaß. Gnädige Frau, die Wahrheit wäre von einer so brutalen... Nein! Doch. Mein Schwager? Er hat meinem Mann die Papierfabriken nie verkaufen wollen. Und dann dieser plötzliche Sinneswandel, kurz bevor er sich aufgehängt hat letzten Donnerstag. War es das? Gnädige Frau, ich kann es Ihnen nicht sagen. Aber Sie haben in dieser Woche einen Verlust nach dem anderen hinnehmen müssen. Erst den Schwager, dann den Gatten und jetzt auch noch den Scheck. Darf ich Ihnen ein Wort des Trostes sagen? Von uns beiden wird nie jemand die Einzelheiten erfahren. Raus! Mensch, wie hast du denn das bloß alles rausgekriegt? Was denn? Hast du das Prinzip immer noch nicht begriffen? Wenn ein einziger Mensch in seinem einzigen Leben mit zwei einspringen, wenn man auf den Busch klopft. Ist in Köln jemand gestorben? Nee. Hamburg? Auch nicht. Aber München. Wie groß? Es war Annoncen halbseitig, 8, 9, 10 kleinere. Dann fahren wir doch mal nach München.